Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße euch hier in der Christuskapelle und auch in der Ferne bis nach Korntal oder vielleicht auch nach München. Heute möchte ich über Johannes Kapitel 6, Vers 1 bis 15 sprechen. Ich habe etwas mitgebracht, falls noch ein Kind im Hintergrund ist. Ihr wisst, wenn man auf eine große Reise geht, besonders wenn man wandert, muss man sich etwas mitnehmen. Es gibt einen deutschen Wandertag und auch hier oben der Wanderverein, Mühlgebirgswanderverein, trifft sich dann mit vielen anderen Wandervereinen, meistens im Mai, zu einem Sternmarsch und dort geht man gewisse Routen ab. Und so kann ich mir also vorstellen, dass da auch ein Junge mit dabei gewesen war, der hatte etwas eingewickelt, ein paar kleine Brötchen und die nahm er dann mit in seinem Rucksack, unter anderem. Wir wissen auch, hier will noch jemand zutreten, willkommen. Er nahm sie in seinen Rucksack mit auf dem Sternmarsch, aber dieser Sternmarsch ging nicht zu diesem jährlichen Vereinstreffen der Wandervereine in Deutschland, sondern dieser Marsch, der ging auf einen hohen Berg. Er war unterwegs gewesen mit den Verwandten, er hat sich angeschlossen an seinen Onkel und an seine Tante. Und da waren auch verschiedene Cousins mit dabei und so wanderten er mit 11 Jahren. Er hatte 5 Gerstenbrötchen eingepackt und außerdem, sage ich mal, beim Nahkauf hat er sich noch einen Fisch mitgenommen, der so eingepackt war für unterwegs. Er wollte zu einem Jesus treffen. Der 11-jährige Junge begleitet diese Wandergruppe zu einem Jesus treffen. Wo und wann findet dieses Jesus treffen statt? Wir haben vorhin den Text gelesen, wir haben den Text gehört von Daniel. Östlich vom See Genezareth. Jesus hielt sich wahrscheinlich in der Gegend der Golanhöhen mit seinen Jüngern auf. 1999 waren Grace, meine Frau und ich dort auf den Golanhöhen gewesen und sahen da noch einen zerschossenen Panzer da oben und konnten dann bis nach Jordanien, nach Damaskus hineinsehen. Irgendwo in dieser Gegend hielt er sich im Frühjahr auf. Da heißt es in Vers 3, Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Später stieg er wieder von diesem Berg herab. Dort in der Einsamkeit wollte er sich sicherlich eine Zeit innere Ruhe und Stärkung gönnen. Das hatte nämlich einen Grund. Denn zuvor war er in Jerusalem gewesen, hatte gelehrt und geheilt. Er hatte dort an den Festlichkeiten des Passafestes teilgenommen. Das war ein Jahr vor seinem Tod, bevor das Passafest stattfand und er gekreuzigt wurde. Er hatte dort einen Mann geheilt, der 38 Jahre gelähmt war. 38 Jahre gelähmt. Das hatte sich in Windeseile auch ohne WhatsApp und irgendwelchen Instagram herumgesprochen gehabt, könnte man sagen, auch in Windeseile. In den Norden, dort wo der See Genezareth, der See Tiberias war. Die Zeit also war ein Jahr vor dem letzten Passafest und Kreuzigung Jesu. Und in jener Zeit war die Messias-Erwartung besonders unter den Menschen hoch. Kommt er denn? Wird er die Römer besiegen? Wo und wann findet es statt, dieses Treffen? Wir werden es sehen. Was geschieht dort bei diesem Jesus-Treffen, wo auch dieser Junge, sagen wir von 11 Jahren, teilgenommen hat mit seinen Verwandten? Es sprach sich also herum, dass Jesus aus Jerusalem zurückgekehrt war
und sich nordöstlich vom See Genezareth mit seinen Jüngern aufhielt. Jesus heilte auch die Kranken aus der nahen Umgebung, die zu diesem Treffen kamen. Das war vielleicht so etwas ähnlich wie Friedstock, dort, wo ein Jesus-Treffen teilgefunden hat. Jesus heilte die ganzen Kranken aus der Umgebung, die sich bei ihm versammelt hatten. Gleichzeitig lehrte er in gleicher Weise, wie es die Rabbiner, die Schriftgelehrten taten. Man lehrte nicht im Stehen, sondern im Sitzen, und alle saßen ringsherum. Vielleicht der Schriftgelehrte, der Rabbiner auf einem Stein, vielleicht nicht auf einer Bank, und die anderen im Halbkreis saßen um ihn herum. So müssen wir uns das vorstellen. Was geschieht dort im Freien? Er saß und um ihn herum lauschten alle Interessierten. Er lehrte über Gott, seinen Willen, das Reich Gottes und auch über Johannes den Täufer, der vor kurzem erst enthauptet worden war. Da gab es in jener Zeit ein großes Problem. Plötzlich treffen immer mehr Wandergruppen auf der grünen Hochebene ein. Zu 5, zu 50, zu 500, und dann waren es am Ende, wie viel haben wir gehört? 5000. 5000 Männer allein. Und dann heißt es noch an anderer Stelle, da waren auch noch Frauen und Kinder. Das macht circa wie viel? 15.000 wahrscheinlich oder mehr. Welch ein Zulauf. Welch eine Gelegenheit. Da hätte Jesus doch über das Reich Gottes predigen können. Aber was macht er? Jesus sieht und plant die ganze Geschichte anders. Er denkt zuerst an die vorrangigen, persönlichen Anliegen und Nöte dieser Menschen. Er hätte ja eine lange Predigt halten können, dass alle eingeschlafen sind. Nein, diese Menschen kamen von weit her und hatten schon unterwegs gegessen. Und es war nicht mehr viel übrig. Jesus war empfindsam und hatte festgestellt, sie haben Hunger. Hoffentlich, Ingrid, hatten sie auch eine Flasche Wasser mit dabei, die sonst spazieren geht und eine Flasche Wasser immer dabei hat. Ja, sie hatten Hunger. Und darum kümmert er sich an dieser Stelle, an ihre privaten Nöte und Bedürfnisse. Sie waren schon länger unterwegs und hatten nichts zu essen. Jesus traf hier keine hektische, letzte-Minute-Entscheidung, wie wir das oft tun, denn er wusste, was er tun wollte. Er wollte aber gleichzeitig seine 12 Jünger mit in diese enorme Herausforderung einbeziehen, um sie zu prüfen. 15.000 Menschen gebt ihr ihnen zu essen. Dort auf der Hochebene war da eine große Bäckerei in Holte mit 100 Mitarbeitern, die schnell backen konnten. Ingrid und Heinz, nein, sicherlich nicht. Er wollte die 12 Jünger in diese Herausforderung einbeziehen und sie prüfen, was würden sie denn tun? Sie waren in dieser Situation zum kreativen Mitdenken herausgefordert. Da gab es mindestens 2 Möglichkeiten. Nun die erste. Die hatten eine Gemeinschaftskasse, und wir wissen ja, wer für die Gemeinschaftskasse sonst gewöhnlich zuständig war. Wer war das, der am Schluss fehlte? Judas war da zuständig. Und man fand in der Gemeinschaftskasse 200 Silberstücke. Das waren ungefähr umgerechnet heutzutage für einen einfachen Arbeiter 8 Monatsverdienste. Das ist schon eine Menge Geld in der Gemeindekasse, die könnte man ja auch jetzt benutzen. Also, doch der Schnellrechner Philippus überschlug gleich alles im Kopf und sagte, das reicht auch nicht für alle. Diese Lösung für alle die Leute war in der Abgelegenheit weder finanziell noch logistisch möglich. Für 15.000 Leute mal schnell ein Essen bei Prime, Amazon zu bestellen, das ging nicht, mit Lieferung am gleichen Tag. Wir bekommen dafür, sagte er, ungefähr vielleicht 7.000 kleine Brote. Aber für 15.000 Menschen reicht dies immer noch nicht. Nun aber, jetzt kommt jemand auf eine andere Idee, nämlich Andreas, der Bruder des Simon, sagt, es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das?
für so viele. 5 Gerstenbrote von dieser Größe. 5 Stück. Und was ist das für so viele? Nun, Jesus greift nun diese noch größere Unmöglichkeit auf und nimmt das Angebot des Andreas an, anstatt der ersten beiden ausreichenden finanziellen Möglichkeiten, beinahe ausreichend, nimmt er die persönliche Gabe eines Jungen an, ich sage einmal des Elfjährigen, der da mitgewandert war, die aber nur für eine Person ausreichen würde. Der hatte dann 5 Gerstenbrötchen und er hatte 2 Fische. Das Mosaik zeige ich euch noch, das haben wir nämlich direkt hier vor unserem Altar. Damit bringt er dann alle Menschen zum Wundern und zum Staunen mit 5 Gerstenbrötchen. Und 2 Fischen. Und obwohl Jesus diese Verpflegung für alle auch aus dem Nichts hätte liefern können, nämlich Gott sagte, es geschieht, und plötzlich war es da. Die Fische waren da, die Meere waren da, die Bäume waren da. Wenn man sie abgeschnitten hätte, waren sie da mit Jahresringen wahrscheinlich schon. Und nicht so alt, wie wir meinen, sondern jung, aber gleich mit Alter eingebaut. Jesus hätte dies auch tun können und sagen, wir brauchen für 5000 Männer und Frauen und Kinder, für 15.000, 20.000 Leute brauchen wir Brot und Fisch. Er hätte das tun können. Aber wir staunen und wundern, er benutzt von diesem Jungen die 5 Gerstenbrötchen. Diese Gerstenbrötchen erinnern hier auch an ein Wunder im Alten Testament. Was fällt euch da ein? Da war der Prophet Elisa in 2. Könige 4, 42 und nachfolgende. Da heißt es, es kam aber ein Mann von Baal Schalisha und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, nämlich 20 Gerstenbrote und neues Getreide im Kleid. Er aber sprach, gib's den Leuten, dass sie essen. Sein Diener sprach, wie soll ich davon 100 Mann geben, 20 Gerstenbrötchen oder kleine gebackene Brote. Er sprach, gib den Leuten, dass sie essen, denn so spricht der Herr, man wird essen und es wird noch übrig bleiben. Wir sind schon spannend, wie diese Geschichte hier weitergeht. Bleibt auch noch was übrig? So wie Elisa damals 100 seiner Prophetenschüler mit 20 Gerstenbroten speiste und dadurch bestätigte, dass er von Gott gesandt wurde, so sollte dies jetzt mit einer noch kleineren Nahrungsmenge für diese richtige Volksversammlung geschehen. Denn wenn das geschehen würde, dann wäre Jesus nämlich der Prophet, der verheißen wäre aus dem Alten Testament, nämlich der Messias, der da kommen sollte. Einen Propheten wie mich würde der Herr aus seinem Volk erwecken, den sollt ihr und gehorchen. So war es. Wie werden die Teilnehmer versorgt? Während der Frühlingszeit vor dem Passafest gab es viel Gras schon. Grünes Gras, schreibt Markus sogar. Als Jesus, der gute Hirte, führt er nun die verlorenen Schafe, die keinen Hirten mehr hatten, auf diese grüne Weide und versorgte die Menschenmenge, Männer, Frauen und Kinder, durch das Brot- und Fischwunder mit einer wahrhaft schmackhaften Speise in diesem Naturgebiet und in dieser Einsamkeit. Die hier angeführte Zahl von erwachsenen Männern beschreibt nicht die gesamte Menge. In Matthäus 14, 21 werden die Frauen und Kinder erwähnt. Die Gesamtzahl der Personen wird zwischen 15.000 und 20.000 betragen haben. Bevor Jesus Brot und Fisch verteilt, Vers 11, dankt er im Gebet, bricht das Brot, fast wie beim Abendmahl, und gibt es weiter. Dass sich bei der Verteilung durch die Jünger ohne Ende vermehrt, immer wieder holen sie aus dem Korb heraus. Und es hat kein Ende, bis sie alle versorgt werden. Damit wies dieses Wunder über die Speisung des Volkes Israel unter Mose in der Wüste weit hinaus. Diese sammelten damals was?
wie hieß das? Manna. Manna, und es schmeckte wie Brötchen und Koriandersamen, so ungefähr. Lauter kleine Körner, die sie sammelten. Und diese waren sehr unzufrieden über diese Speise. Jene waren unzufrieden, aber diese hier, durch die Gerstenbrötchen mit Fisch gespeist, waren höchst dankbar und zufrieden. Und als Jesus von der überreichen Segnung aus Gründen der, sage ich heutzutage, Nachhaltigkeit, die Überreste an Brot und Fisch einsammeln ließ, damit sie nicht verkommen, da entstanden in den Köpfen der Leute diese Frage, die in Vers 14 steht. Bei solch einem Wunder, als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in diese Welt kommen soll. Was geschieht mit den Überresten zum Schluss? Wir sprechen ja heutzutage immer von Nachhaltigkeit. Jesus ist viel nachhaltiger als jede Partei, die sich der Umwelt praktisch anbefriert. Die übrigen 12 Körbe, die danach den Überfluss der Speisung in sich aufnahmen, stehen hier auch noch für etwas anderes. 12 steht besonders in Israel für die 12 Stämme Israels. Denen wurde verheißen, nämlich damals schon, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, was aus dem Munde Gottes herauskommt. Wer ist aber das Wort Gottes? Nämlich Hologos, es ist. Am Anfang war das Wort und das Wort wurde Mensch, Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Die anschließend später in Kapernaum stattfindende Wort des Lebensreden gründet sich teilweise auf die 12 Körper, was da übrig blieb in diesen Körpern. Da hat Jesus einen langen Diskurs, eine lange Rede gehalten in Kapernaum, wo wir auch 1999 mal gewesen waren, in dieser alten Synagoge. Da sagt er dann etwas über diese Wunderspeisung. Wort des Lebens gibt es auch eine Musikgruppe oder einen Chor gab es da. Wort des Lebens, Starnberger See gibt es ein Freizeitheim. Aber hier gibt es ein Wort des Lebens Rede. Es geht schließlich darum, Jesus als das vom Vater im Himmel auf die Erde gesandte Brot zu erkennen und ihn in sich aufzunehmen. Wir tun ja das auch beim Abendmahl, dass wir das Brot nehmen und essen und aufnehmen, was eine sehr große Bedeutung, die Erlösung aufzunehmen in unser Leben, Jesus selbst. Und das sagt Jesus dann nach dieser Speisung der 5000. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Ist Jesus unser Lebensbrot? Ist Jesus das Brot des Lebens in unser Leben hineingekommen, in unser Innerstes? Ist Jesus dein Lebensbrot? Die 12 Körbe waren übrig und deuteten an, dass es für alle Stämme Israels, aber dieses Lebensbrot wird uns weitergegeben. Bis ans Ende der Welt. Es ist wichtig, dass Jesus in unser Leben hineingekommen ist. Das Brot des Lebens. Danke, Herr. Amen.